Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Wo sind wir gerade überhaupt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir sind gerade, Dingens. Da oben sind wir. Zephyr-Insel, genau. Wir hatten den Zephyr-Tempel abgeschlossen. Jetzt müssen wir... die Triforce-Splitter suchen, ne? Oh, das wird ätzend. Ich hasse diesen Part. Sowas von. Weil ich habe natürlich wieder keinen blassen Schimmer, wo was ist und so. Und, oh Mann, das wird doof. Oh Gott, gut, das heißt, es wird wohl wahrscheinlich unerlässlich sein, dass wir alle Inseln erkunden. Habe ich irgendwie so in Vermutung, dass es unerlässlich sein wird. Ja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir also ein bisschen erkunden, Sidequesten, keine Ahnung was. Ich glaube, da werde ich dann auch größtenteils rausschneiden. Ne, wie geht das? So geht das, genau. Da muss ich mal schauen, jetzt einfach, wir gehen jetzt mal nach Portemonnaie einfach mal, um mal zu gucken, was da so los ist. Und, weil ich glaube, Briefkasten müsste jetzt irgendwas Wichtiges sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hoffe mal nicht, weil das ist ziemlich ätzend jetzt alles. Die ganzen Triforce-Splitter suchen. Ich hasse diesen Part sowas von. Es ist noch schlimmer als Zephyr-Tempel. Und den habe ich schon gehasst. Ach komm, da kann ich Segel schnell nehmen. So ein bisschen schneller rankommen. So. Reicht doch schon. Nee, Briefkasten ist still. Okay. Oder Schiffsammer, was sagst du? Solange das Triforce nicht zusammengesetzt ist, kannst du nicht nach Hyrule zurückkehren. Alle anderen Dinge und Freunde gilt es nur, die 8 Triforce-Splitter zu finden, ja. So ganz ohne Hinweis. Ist cool. Echt nichts? Kein Brief? Nein, kein Brief. Dann müssen wir jetzt irgendwie gucken. Ich würde gerne erstmal mein Geldlimit ein wenig aufstocken. Allerdings ist das so eine Sache, ne? Vielleicht nicht das, wo die Feenkordiale waren. Ach, und welche wir schon besucht haben vor allem. Muss man nochmal nachgucken dann. Was bist du denn für eine? Kenne ich dich überhaupt? Schleich dich! Okay, ich schleich mich. Ach nee, Quatsch, ich muss erstmal woanders hinlaufen, ne? Genau, das war so ein kleines Verfolgungsspielchen. Du siehst mich nicht. Nein, ich bin gegen die Wand gedrückt. Du siehst mich kein Stück. Da konnte man ein Item bekommen, wenn man das Verfolgungsspielchen gemacht hat. Seht ihr mich? Anscheinend nicht, okay. Doch, habe ich gesehen, verdammt. Oder? Ne, ich glaube, sie hat mich noch nicht gesehen. Ja, Verfolgungsspielchen. Ich hoffe, das klappt auch so alles. Dann kriegen wir am Ende ein Item, was ich eigentlich ziemlich unnötig finde, aber pff, okay. Ich meine, hallo, kostenloses Item, ne? Das ist da oben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich einfach so blind reinlaufe. Genau. Nein, hier ist keiner. Macht die ganze Zeit ein Katzengeräusch nach, oder was? Macht der Seppel. Keine Ahnung. Klingt aber fast so, als wenn Link ein Katzengeräusch nachmachen wollte. Nicht eigentlich. So, komm, jetzt hau mal rein hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich will den Part ja nicht mit solchen Kleinigkeiten verschleudern. Mein Gott, das ist aber eine störrische Katze. Wie die Katze die ganze Zeit das Mädchen verfolgt. Jo, und schon ist sie am Ziel. Und sie werden in den Tresor ankommen. Hallo? Wer ist da? Ach, war es doch noch zu früh? Verdammt, es war noch zu früh. Okay, dann werde ich einfach ein bisschen rausschneiden und, nochmal verfolgen. Und wenn ich sie dann endlich habe, dann schneide ich wieder rein. Wie war das Lied?
So. Also bis gleich. Und da haben wir sie entdeckt. Himmel, bin ich erschrocken. Was soll das? Beinahe wäre mir das Herz stehen geblieben. Warum tust du sowas? Sieht aus, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber stellst dann schamlos einer Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich fürs Erste, ne? Denke ich mal. Für einen Streiter für die Gerechtigkeit. Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Es war nur eine Gelegenheitstat. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Jo, mach mal. Glaub es oder glaub es nicht, aber ich war früher das vornehmste Mädchen der Stadt. Eines Tages aber wurde ich von diesem riesigen Vogelungetüm in die verwunschene Bastion, diesen schrecklichen Ort, verschleppt. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verwendet. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von früh bis spät an diesem Stand hier, aber wieder reich werde ich davon auch nicht. Du siehst ja, wie arm ich gekleidet bin. Und, was sagst du zu meiner Tragödie? Ja, Mitgefühl, komm, Hammer. Und dann ist auch noch Dolores, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie die das angestellt hat? Da kann man es mir doch nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten herausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Jo, verstehe ich. Dann lässt du mich also laufen? Ist so eine Sache, was macht man? Ist man moralisch und sagt, nee, lass dich nicht laufen, oder verstehe ich das und sag, ja, aber sicher, weil hat er noch nichts gemacht. Ich weiß gerade nicht, was den Erfolg brachte. Ich glaube aber, das Zweite brachte den Erfolg. Ich bin gerade nicht sicher. Also ich würde sagen, ich lasse ihn mal laufen. Oder war das jetzt falsch? Ich weiß es gerade nicht. Da müsste man mal gucken. Ansonsten muss ich nochmal verfolgen. Mal schauen. Vielleicht bringt es ja. Hat es ja was gebracht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Werden wir erst am Tag sehen. Einfach mal gucken. Weil hier kriegt man nämlich ein Item, was ich sowieso niemals nutze. Da ist die nette Dame. Okay, sie sagt auch nichts dazu. Aus irgendeinem Grund ist da hinten auch nicht dieses Item, was wir suchen. Vielleicht war es doch das Falsche, was wir machen sollten. Okay, dann müssen wir sie wohl nochmal verfolgen. Ach, ich liebe es. Wie ich so viel Ahnung von dem Spiel habe, ne? Das ist unglaublich. Jetzt verbringe ich hier Ewigkeiten für diese eine dumme Sidequest. Ach, ist das herrlich. Ich glaube, ich hätte sie echt, nicht gehen lassen dürfen. Nicht einfach so. Versteht sich. Ich meine, da wäre immer das Item gestanden, was man kriegt. Keine Ahnung. Ich verfolge sie nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder bei der Auswahl bin. Bis gleich. So, okay, wir sind an der Stelle wieder und, diesmal lasse ich sie mal nicht laufen. Mal gucken, was passiert. Warum denn nicht? Ich finde die einfach zu süß. Also so süß sieht die jetzt auch nicht aus. Sie ist zwar ganz schick, aber... Nee, ich bin ein gewissenhafter Mensch, so. Ja, du hast ja recht. Ich weiß selber, dass alles, was ich sage, nichts weiter als Vernunftreiterei ist. Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Ab heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Dank dir habe ich gerade noch mal die Kurve gekriegt und bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich so etwas nie wieder tun. Puh, ich fühle mich irgendwie wirklich erleichtert, weil ich mit dir jetzt über alles reden konnte und mir jetzt eine Last von meinen Schultern genommen ist. Ja, klar, gerne, mache ich immer wieder. Zum Dank will ich dir ein kleines Geschenk machen. Eine Flasche! Das ist nicht das Item, was ich aber oft habe, aber okay, eine Flasche tut's auch. Schön, schön, schön. Du kannst mich für Wasser mit dir schöpfen und bla bla bla, kennen wir ja. Nun schau doch bitte nicht so zweifelnd. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand gefunden, wo sie wohl angespült wurde. Es ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas.
Wunderschön, findest du nicht auch? Ach, ich wünsche, dass mein Herz auch einmal so wird. Ach, aber was rede ich da eigentlich? Kaum lebt man in Armut, schon drischt man ungeniert die ausgelutschtesten Phrasen. Ich sollte mich schämen. Aber wenn ich nicht bald heimgehe, dann macht sich mein Vater noch Sorgen. Ein kleiner Streiter für die Gerechtigkeit. Es müsste mehr Leute wie dich geben. Danke, danke für alles heute Nacht. Den Satz könnte aber auch falsch stehen. Nein, Spaß. Spaß beiseite, das, nein. Aber kriegt man jetzt nicht tagsüber noch irgendwas von dem Standbesitzer? Ich weiß es gerade nicht genau, muss mal gucken. Ich meine, da war irgendwas. Auf jeden Fall habe ich damit jetzt erfolgreich einen Part gefüllt, weil ich zu unfähig bin. Obwohl, ich glaube, einen Part gefüllt weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie ich das schneide. Ich muss jetzt mir ganze Sachen rausschneiden und dann, nach keine Ahnung, was mal gucken. Oh, du bist es. Was denn? Ich arbeite doch gewissenhaft. Ich schleiche mich nachts nicht mehr heimlich herum und ich fahre extra weit raus, um auf anderen Inseln zu arbeiten. Nachts werden wir uns wohl nicht mehr treffen. Hey, du stellst mich bei der Arbeit. Ich muss Kunden herbeirufen. Hättest du also wohl die Güte, Platz zu machen? Leute vom Portemonnaie und überall her, kommt zu unserem Stand und staunt über unsere zahlreichen Güter. Einen Besuch werden sie nicht bereuen. Zahlreiche Güter. Eine Blume. Oh yeah. Ja, komm dann hier rüber. Achso, der bittet an mich, okay, worum geht es? Ich wusste es doch, du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich reden, mein Freund. Also, es könnte etwas länger dauern, daher passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, diese dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenige bis genau genommen gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaffe mir neue Waren. Mach dich auf die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, ist es aber eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen. Verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Konntest du mir seit folgen, ja? Ja, habe ich schon noch kopiert. Wunderbar. Damit sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Passt mir nicht. Ich will dir gleich mal etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das hier ist quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen. Ja, eine Stadtblume. Cool. Und bei dieser Stadtblume können wir jetzt bei fliegenden Händlern immer neue Sachen ertauschen, aber das werde ich nicht machen. Vielleicht, wenn ich mal einen sehe, aber... Pff. Hauptsächlich werde ich jetzt nicht die ganzen fliegenden Händler suchen und da immer rumtauschen. Ich habe keinen Bock drauf. Mir reicht die Triforce-Scheiße schon. Ach, naja. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen. Und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also, auf geht's. Irgendwo da draußen warten ein paar fliegende Händler auf dich, mein Freund. Ich setze wirklich große Hoffnungen in dich. Ja, und kriege ich jetzt nicht hier noch das Item? Oder so? Ja, gehe ich ja schon. Nee, ich krieg's echt nicht. Okay, dann will ich zu viel Flasche. Hat's auch gelohnt. Zwei Flaschen. Immer schön, da können wir so eine Fee reinpacken oder sowas und dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Jetzt weiß ich aber nicht genau, was ich jetzt noch machen konnte in der Stadt. Genau, wir können mal in die Schule gehen. Da können wir noch was machen, was sogar für Triforce-Splitter unabdingbar ist. Und so haben wir unsere Glücksamulette und die können wir hier eintauschen. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, wie viele wir haben. Wir haben 16. Reicht das? Reicht das? 16 Stück? Lass mal sehen. 20 brauchen wir. Wir brauchen 20 Glücksamulette. Okay, dann lohnt sich noch nicht hierher zu kommen. Oder hatten wir der Lehrerin schon mal welche gegeben? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall 20 so. So, wo kriegen wir nur noch 4 her? Die müssen wir einfach mal... Ja, wir müssen irgendwie mal nach Dingsens gucken. Nach weiteren Gegnern dieser Art, die uns die Sachen bringen. So, was kann man noch machen? Ja, wir können jetzt viele in der Stadt machen eigentlich. Ich wollte runterfallen eigentlich. So. Wir können erstmal das Riesenrad wieder anschmeißen, glaube ich, ja. Ich glaube, ich laufe gerade den falschen Weg.
Ich habe wieder eine Orientierung hier wie Sau. Es ist unglaublich. Okay, ich weiß zwar nicht, was eine Sau für eine Orientierung hat, aber... sollte heißen, ich habe keine Orientierung. Ich glaube, eine Sau hat eine bessere Orientierung als ich. Um es mal so zu sagen. Nee, von hier komme ich dann nicht drauf. Doch von der anderen Seite. Ich muss irgendwie da drauf. Ja, hier. Nee, muss ich gar nicht. Ich muss gar nicht drauf. Wo muss ich denn hin, verdammt Hacke? Ah, Gott. Ich muss irgendwo den Leuchtturm hochklettern. Nur wenn die Kamera mich mal nicht trollen würde, dann könnte ich das auch schaffen. Ist das der Leuchtturm? Ja, genau. Das ist die Leiter. Die ist... Da wollte ich jetzt hoch, auf die Leiter. Also Leiter, zeig dich und wir gehen mal hoch. Waren wir aber oben schon mal überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kann sein. Wäre blöd, wenn schon. Weil dann ist es ja unnötig, was ich gerade mache. Ach egal, was soll's. Ne, wir waren noch nicht hier oben. Also Schalter drücken. Und das Riesenrad geht wieder. Yay, wir haben ein Riesenrad in Kraft gesetzt. So, jetzt muss ich nur überlegen, was... Dann war... Dann springen wir erstmal runter und fallen nicht ins Wasser zum Glück. Okay, noch ein bisschen gefehlt. Jetzt will ich noch mit dem Riesenrad fahren. Also müssen wir erstmal hier kurz hier durchgehen. Hier kann man Schiffe versenken spielen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Gibt man, glaube ich, ein Herzteil am Ende oder sowas, wenn man es schafft. Wenn. Ist mir aber egal. Ja, hier raus. Vielleicht spielen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt.